Ey Leute, ganz kurz, bevor das Video losgeht, lasst auf jeden Fall ein Abo da, würde mir ungemein helfen. Und wenn ihr einfach generell keine Reviews, keine Tipps und Tricks und generell keine FIFA-News verpassen wollt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Kuss geht raus, viel Spaß beim Video. Ey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute geht es um den guten Benzema. Den hat er in einem Flashback-SPC rausgebracht am Freitagabend und die Karte erinnert ein bisschen an die Kanté-SPC, weil die Karte ist nämlich theoretisch vom Overall-Rating her schlechter als die normale Karte. Aber man sieht es ja schon, die Stats, die sind anders als bei der normalen Karte. Was mir direkt aufgefallen ist, ist die Arbeitsrate. Normalerweise hat Benzema eine Mittel-Mittel-Arbeitsrate, glaube ich. Und hier hat er hochgering, also die beste Arbeitsrate, die ein Stürmer haben kann. Und das ist schon mal sehr cool. Und das könnte auch ein Game-Changer sein und Benzema zu einer richtig stabilen Karte machen. Aber generell auch die Stats. Also er hat einen Pace-Boost bekommen. Ihr seht es jetzt hier. Ich packe euch die Karte mal einfach daneben, die normale. Er hat einen Pace-Boost bekommen. Der Schuss ist ein bisschen schlechter, aber generell sieht man, dass die wichtigen Stats einfach ein bisschen kranker gemacht wurden. Und was mir auch aufgefallen ist, die Dribbling-Stats sind sehr stark geworden. 90 Beweglichkeit, 88 Balance, 88 Reaktion, 92 Ballkontrolle, 90 Dribbling, 87 Ruhe. Sehr cool und sehr stark. Mal gucken, ob die Schusswerte so ein Problem darstellen. Die sind ja immer noch sehr gut, also so will ich gar nicht sagen. Aber die sind ja bei dem normalen Benzema besser und bei dem Spieler des Monats auch um Welten. Deswegen mal schauen, aber hier auch bei den Spezialeigenschaften oder bei den Spielereigenschaften, keine Ahnung, wofür SP steht, aber ist mir auch egal. Führungsstärke hat, glaube ich, keinen Sinn. Angeschnittene Schüsse, sehr cool. Und dann der Außenrissschuss und Teamplayer, also sehr cool. Sehr nice für einen Stürmer. Was mich sehr geflasht hat, werden die Arbeitsraten sein. Hochgering, wirklich sehr cool. Dazu 4 Sterne, 4 Sterne. Wird auf jeden Fall vom Positioning her so wie Ronaldo sein. Das fand ich bei Ronaldo auch sehr cool, falls ihr das Review gesehen habt. Falls nicht, dann checkt es auf jeden Fall aus. Und ich würde sagen, wir gehen mal ins Gameplay rein und gucken mal, wie sich der gute Benzema so schlägt. Ich habe ihn da einfach hier in diesem Team eingebaut. Ich wollte auf jeden Fall noch Minks im Team haben, weil der sieht auch sehr stark aus. Aber um den geht es heute nicht. Es geht heute wirklich nur um Benzema. Wir schauen mal so an, was er so angerichtet hat. So, und ich würde sagen, wir gehen mal ins Gameplay rein und wir sehen hier auch direkt, womit es anfängt und was der ein oder andere vielleicht erwarten kann. Und zwar ist das wirklich die Stärke von Benzema, das Positionsspiel. Also es ist wirklich krass. Die Arbeitsrate merkt man extrem. Der Typ ist vorne immer da und der macht auch immer die Läufe. Also ich glaube, ich hatte keine Situation, wo Benzema nicht losgelaufen ist und wo ich nicht mit dem langen Pass wirklich durch war. Es ist wirklich sehr krass gewesen. Es hat mir sehr gut gefallen. Das ist bei Ronaldo auch so und deswegen ist Ronaldo auch mein Lieblingsspieler. Also da merkt man bei Benzema auf jeden Fall, dass er ein sehr guter Stürmer ist. Und durch das Pace-Upgrade, das er bekommen hat, mit dem Hunter dazu, auch gar keine Probleme im Tempo. Wirklich sehr cool. Und gerade auch generell einfach mal die Upgrades angesprochen. Also Dribbling merkt man auch vollkommen. Wirklich sehr gut, sehr beweglich, sehr stark. Der normale Benzema ja eher ein bisschen LKW-lastiger, wenn ich das so sagen kann. Der Schuss, der ist tatsächlich okay, der ist gut. Der von dem normalen Benzema oder von dem Spieler des Monats ist tatsächlich ein Stück besser, aber der ist immer noch sehr gut von diesem Benzema. Generell der Flashback-Benzema einfach sehr cool und ich habe auch keine einzige Schwäche gefunden. Natürlich kann man da sagen, okay, der kostet jetzt um die 100.000 Coins. Die kann man momentan, wo die Coins sehr viel wert sind, also wo Spieler wie Neymar relativ billig sind, anders investieren. Also für 100.000 bekommt man da wahrscheinlich schon die eine oder andere Special-Karte von früheren Events natürlich, aber ich glaube, so ein Benzema, der ist tatsächlich ziemlich gut und ich glaube, wir haben auch ganz viele untauschbare Spieler im Verein. Also wenn ihr untauschbare Spieler im Verein habt, durch die Doppel-Upgrades oder so, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um an Benzema ranzukommen. Ich fand Benzema sehr cool. Ich habe auch, glaube ich, alles durch diese Doppel-Upgrades hingekriegt. Ja, man braucht auch, glaube ich, so eine Signature-Karte, die kostet um die 40.000 dementsprechend. Das ist schon quasi die Hälfte von der SBC. Wenn ihr so eine habt, dann ist das Ding eigentlich schon gegessen für euch. Dann könnt ihr die ganz easy machen. Ich würde sie auf jeden Fall machen. Genaueres dazu nochmal gleich nach dem Gameplay. Aber auf jeden Fall die Stärke von Benzema. Auf jeden Fall das Stellungsspiel. Das ist wirklich sehr krass. Und Tempo und Dribbling auch sehr stark. Schießen ist okay. Die Füße ist auch okay. Er hat sich ziemlich oft gut durchgesetzt. Generell und passen, er hat für mich auch ein, zwei Vorlagen gemacht, aber ist jetzt nichts Nennenswertes, das muss man dazu sagen. Eine sehr solide Karte. Ich würde sagen, wir hören uns mal an, was da so rausgekommen ist. So, und da sind wir jetzt hier auch direkt nach dem Gameplay und für eine Karte, die 100.000 Coins kostet, wenn man keine Spieler im Verein haben sollte, momentan ist es sehr, sehr easy,
High-Rated-Spieler zu bekommen durch die 81-Plus-Packs. Also wenn ihr da noch keinen Plan habt, wie ihr die SBCs machen sollt, haut auf jeden Fall die 81-Plus-Doppel-Upgrades raus und da werdet ihr easy Spieler finden. 100.000 Coins insgesamt für die SBC, finde ich, ist ein Preis, den man bezahlen kann. Ich finde Benzema sehr stark. Ich würde ihm preis-leistungstechnisch eine 9 von 10 geben und normal auch eine 9 von 10. Tatsächlich einfach Preis-Leistung, weil momentan auch sehr viele andere starke Spieler auf dem Markt sind, die man sich holen kann. Es gibt sehr gute Spieler, vor allen Dingen jetzt auch durch diese Signature-Promo, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Also da vielleicht mal den einen oder anderen Spieler abchecken, sonst auch einfach mal in anderen Promos gucken. Also für 100.000 kriegt man da schon sehr gute Spieler und man kriegt vor allen Dingen auch diesen Benzema. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn später die Spieler wieder steigen, also generell Spieler wie Neymar und so, die kosten ja jetzt um einige weniger. Deswegen ist da der Coin auf jeden Fall mehr wert und 100.000 wären dann für den einen oder anderen zu viel. Aber ich würde sie wirklich machen, die SBC, gerade mit einem Hunter hier, eine sehr starke Karte. Die Stats sind sehr gut und die Arbeitsraten sind wirklich für mich der Matchwinner. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, lasst ein Like da. Macht diesen Benzema, wenn ihr genug Coins habt oder genug Spieler. Ihr werdet es nicht bereuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, tschüss.